BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Teddy de Beer geht ins Gefängnis. Aber keine Sorge, unsere BVB-Legende hat nichts verbrochen. Im Gegenteil, Teddy absolviert mit 20 Insassen der JVA in Schwerte eine Trainingseinheit. Josef Schneck spricht mit ihm über diese außergewöhnliche Aktion. Teddy, ein etwas ungewöhnlicher Einsatz heute für dich. Nicht in Brakel auf dem Trainingsgelände, sondern in der Justizvollzugsanstalt in Schwerte. Was hat dich hier hingebracht? Wir hatten ja eine Spendenaktion fürs Kinder-MRT in Dortmund auch. Und da habe ich gehört, dass die Jungs hier aus der JVA auch gespendet haben. Und das fand ich eine sehr tolle Geste und habe mir gedacht, dass man, wenn die Jungs schon nach außen gehen, wenn sie auch mitbekommen, was außerhalb dieser Mauern halt passiert, dass man da auch was zurückgeben kann auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich komme mal her und mache mit den Jungs ein Training, schreibe Autogramme, versuche sie mal so ein bisschen so aus dem Alltag rauszuholen. Und vielleicht ist auch eine gute Erfahrung, dass, wenn sie sich nach außen wenden, dass dann auch was zurückkommt. Und vielleicht unterstützt das den einen oder anderen, um dann halt sich wieder vernünftig einzugliedern in unsere Gesellschaft. Jetzt hast du, ja, eine ganze Stunde sind wir schon hier und ich habe mal dein Training beobachtet mit zwei Torleuten, ein spezifisches Torwarttraining und dann ein Spiel. Wie war denn die Leistungsdichte der Jungs hier? Ja, ich würde sagen, sie waren alle sehr bemüht. Man konnte schon durchaus sehen, dass der eine oder andere Fußballspieler dabei ist. Die Torhüter haben die Übungen, die ich von ihnen verlangt habe, ordentlich gemacht. Ist natürlich auch nicht so einfach hier auf dem Boden, der ist ziemlich hart, da hinzuknallen auch. Und sie sind es wahrscheinlich in der Form auch nicht gewöhnt, so Torwarttraining zu machen. Aber es war ein großer Einsatz da und das zählt eigentlich am Ende des Tages. Ich habe am Rande gestanden zwischen Mitarbeitern der JVA, aber auch noch zwischen anderen Gefangenen und hörte, Teddy de Beer ist ein Typ zum Anfassen. Dieses Gefühl hast du hier durchaus vermittelt. Man hatte das Gefühl, die Jungs mögen dich. Ja, ich denke mir, es ist auch wichtig, in dieser Situation den Jungs hier auch ein Stück weit Normalität mit auf den Weg zu geben, auch um sie vielleicht mal aus dem Alltag hier rauszureißen. Und wenn wir das für die eine Stunde geschafft haben, ich habe auch mit der Anstaltsleiterin schon gesprochen, auch, und sie sagte, das ist wirklich so, dass sie dann davon zehren und davon leben auch und da sich gerne daran zurückerinnern, wenn es dann immer vorbei ist auch. Und das war eigentlich die Intention, denen halt auch ein Stück Lebensfreude mitzugeben. Das Bemühen der Gefangenen, das Kinder-MRT zu unterstützen, ist ja wirklich beeindruckend, muss man sagen. Ich habe eben gehört, dass ein Gefangener, der Martina Klein, die für die Kliniken da das Geld einsammelt, gesagt hat, er würde gerne jeden Monat 5 € spenden als Dauerauftrag. Ich finde das ganz großartig, ja, das und sicherlich auch ein kleines Verdienst von dir. Was bleibt für dich haften, was bleibt für dich als Erinnerung hier an diesen Einsatz heute? Dass sehr viele gute, motivierte Jungs hier gewesen sind, die die ganze Zeit gelächelt haben, die Spaß hatten. Wir haben uns abgeklatscht gegenseitig auch und hatten überhaupt keine Berührungsängste, wie du es gerade auch schon erwähnt hast. Und ich denke mir, das bleibt am Ende des Tages übrig, dass hier auch Menschen sind, die es wert sind, dass man sich um sie kümmert. Teddy, vielen Dank. Es war ein großartiger Einsatz. Ich wusste, dass du das perfekt machst. Vielen Dank. Nicht zu danken.